Hallo, ich bin Slafi. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, ich uploade jeden Samstag ein neues Video und zwar um 11 Uhr. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich hier unten abonniert. In diesem Video zeige ich euch, wie man diese 5 sehr, sehr schönen College-Blöcke gestaltet. Ich habe bei dem Designer darauf geachtet, dass für jeden was dabei sein könnte. Und ich habe versucht, möglichst originelle Sachen zu machen, die es vielleicht noch nicht so oft gibt. Und dann lasst uns doch gleich mit dem Video anfangen, bevor das Intro zu lang wird. Für den Mandala College Block habe ich mir als erstes ein paar verschiedene Mandalas auf Google rausgesucht und mir dann die, die ich am schönsten fand, ausgedruckt und ausgeschnitten. Und dafür habe ich ein großes Mandala genommen, was ich nach unten geklebt habe. Und dann habe ich die anderen Mandala darauf platziert. Es war ziemlich schwierig auszusuchen, welches wohin kommt. Und irgendwann hatte ich mich dann doch entschieden und habe das Ganze festgeklebt. Das habe ich dann ohne Schutzfolie gelassen, damit ich während langweiligen Schulstunden darauf rummalen kann. Denn ich finde, das ist eigentlich das Schönste an diesem Block, dass er eben dann am Ende bunt werden kann. Für den zweiten College-Block habe ich mir eine Zeitung genommen und Bilder daraus ausgeschnitten, die ich schön fand. Und ich habe versucht, das Ganze so ein bisschen mit dem Natur-Theme sozusagen zu verbinden. Und alles so ein bisschen in grün und natürlichen Tönen gehalten. Und deswegen dann auch als Grundlage sozusagen ein Bild von einem Garten genommen und darüber dann alles weitere positioniert. Und als letztes habe ich dann noch eine Frau in das Bild reingesetzt, die ich ganz schön fand, und meinen Namen in einem Kästchen auf dem College-Block drauf geschrieben. Und ganz am Ende habe ich das Ganze dann mit einer Folie fixiert, damit die Bilder nicht abgehen. Für das dritte DIY habe ich ein Geschenkpapier genommen, was auf der Rückseite braun war, und das als allererstes als Grundlage auf meinen College-Block draufgelegt. Und dann habe ich angefangen, aus einer alten Kartoffel, die ich nicht mehr zum Kochen verwenden wollte, einen Stempel rauszuschneiden. Und zwar einen Stempel von einer Ananas. Und das habe ich dann einfach so gemacht, indem ich einmal das mit dem Messer vorgezeichnet habe, was ich eben gern haben wollte, am Ende als Stempel. Und dann habe ich alles drumherum weggeschnitten. Und als letztes habe ich dann bei der Ananas noch ein Muster reingemacht, damit es ein bisschen echter aussieht. Als Farben habe ich einmal gelbe und grüne Acrylfarbe genommen. Und zwar habe ich die Frucht dann gelb angemalt und die Blätter grün. Und habe dann losgelegt und das Ganze wild auf meinem College-Block verteilt und auch ohne jegliche Muster oder ähnliches. Das heißt, ich habe da jetzt nicht drauf geachtet, wie das Ganze genau positioniert ist. Für meinen Melonen-College-Block bin ich eigentlich genauso vorgegangen wie bei dem Ananas-College-Block davor. Das heißt, ich habe mir erstmal einen Stempel aus einer Kartoffel ausgeschnitten und den dann mit grüner und roter Acrylfarbe bemalt und das dann wieder auf das Papier drauf gepresst. Und dafür habe ich jetzt auch keine bestimmte Form genommen, wie ich das Ganze da drauf gepresst habe. Ihr könnt natürlich aber auch ein Muster dafür wählen. Als fünften und letzten College-Block habe ich diesen Alphabet-College-Block gemacht. Und zwar habe ich dafür erstmal auf meinem Computer Buchstaben eingegeben und dann geschaut, welche Schriftgröße und welche Schriftart ich gerne hätte. Das Ganze habe ich dann ausgedruckt und auf meinen College-Block draufgeklebt.
und dann mit verschiedenen Farben angemalt. Und zwar habe ich jetzt in diesem Fall dafür Kreide benutzt und bin dann von Blau bis nach Grün und von dort nach Orange gegangen. Und als ich das Ganze schön fand, habe ich es dann mit meinem Finger verwischt, um den Übergang etwas fließender zu machen. Und als ich mit dem Verwischen fertig war, habe ich dann am Ende wieder eine Klebefolie draufgeklebt, um eben das Bild zu schützen und auch gleichzeitig alles andere zu schützen, damit mein Schulranzen am Ende nicht blau und grün ist. Und für die Variante habe ich dann ein Buch benutzt, um zu schauen, dass keine Falten reinkommen. Und auf der Rückseite habe ich das Ganze dann umgeklappt und dafür habe ich dann immer die Ecke so halb abgeschnitten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!